Hey alle zusammen und willkommen zum Ergebnisvideo von Dwino gegen Davo. Entschuldigung für den einen Tag Verspätung, das ging nicht besser. Jetzt aber das Video. Ich mach's nicht groß spannend und sag einfach, es gibt ein 5:3 für Dwino. Ein relativ enges Ergebnis. Ohne Userboard wäre es halt 4:3. Also passt so, denke ich ja mal. Ich finde, es war einfach ein krasses Battle. Davo hat gewohnt, routiniert und gut abgeliefert. Ich finde ein bisschen besser als auch im VBT, als er rausgeflogen ist. Also jedenfalls Punchline-technisch. Hat sich natürlich mit der Challenge ein bisschen, ja, mit zu vielen nicht zu Hip-Hop-Wegbeats, gute Beschreibung, mit nicht zu vielen Nicht-Hip-Hop-Beats natürlich ein bisschen das versaut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die einzelnen Juroren da mal gesagt haben, aber ich denke mal, das wird da auch ein guter ausschlaggebender Punkt gewesen sein. Nichtsdestotrotz eine wirklich starke Runde, während eben Dwino auf der anderen Seite ein super Gesamtpaket abgeliefert hat. Natürlich punchline-technisch nicht auf dem Level von Damo ist in dieser Runde, aber trotzdem einfach wie schon gesagt, vom Gesamtpaket, von Challenge, von Video, von Vocal Hook einfach gut abgeliefert hat. Dementsprechend Glückwunsch an Dwino für diesen Sieg im Bonus-Battle. Hat er sich redlich verdient. Es ist schön zu sehen, dass er sich auch ordentlich steigert hier. Und ich hoffe, man kann ihn auch im nächsten SCB sehen. Ne? Aber wie gesagt, auch danke an Davo. War eine nice Runde. Props an beide. Ansonsten zu weiteren SCB-Infos. Jetzt passiert ja nicht mehr viel. Ich werde euch mal ein bisschen im Unklaren halten bezüglich der weiteren Bonus-Battles. Ich denke mal, überraschend kommt dann in dem Fall besser. Das liegt aber eher daran, dass viel bei der Bonus-Battle-Planung kaputt gegangen ist, deswegen, ja, passiert. Es kommen halt auch Bonus-Battles oder es kommen halt keine Bonus-Battles. Das kann ich euch bisher noch nicht sagen. Es kommt zwischen 1 und 3 Bonus-Battles aber noch. Also, ja, na, so viel dazu. Rückrundenfrist vom Finale ist ja natürlich klar. Das Battle Platz 3 hat jetzt keine Rückrunde, weil Wandel leider nicht eingereicht hat, finde ich schade, aber Liam hat ja krass abgeliefert. Falls ihr die Runde noch nicht gesehen habt, die mag ja untergegangen sein in den letzten Tagen. Unbedingt angucken, das ist sehenswert. Ja. Er hat damit Wandel übel gegeben, deswegen gebt euch das auch bitte mal. Es kam halt am gleichen Tag online wie Dwino gegen Davo, die haben ihn halt klicktechnisch kaputt gemacht. Dementsprechend angucken. Ja. Ansonsten, ja, ein nice Finale bisher. Ich freue mich auf die Rückrunden. Und ja, es kamen in letzter Zeit wieder weniger Videos von mir. Uhu, was für eine Überraschung. Bevor ich aber jetzt irgendwelche weiteren Versprechungen mache, mache ich einfach meinen Schissel weiter. Ich habe jetzt Semesterferien. Das ermöglicht mir einiges. Dementsprechend seid einfach mal gespannt. Ich habe eine Umänderung für meinen Channel vor. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch nur noch Speeder heiße. Das wird einigen nicht hundertprozentig gefallen. Aber das ist egal, die geben sich halt dann die jeweiligen Videos halt nicht. Aber so habe ich dann immerhin ein bisschen mehr Content auf meinem Channel. Ja, seid gespannt, aber seid auch nicht zu gespannt. Nicht, dass ich das am Ende wieder verkacke. Ja, ich und meine Upload-Geschwindigkeit. Wunderbar, wunderbar. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.